Laura, ich hätte dann kleiner was. Hallo? Okay. Hier hinterm Bus, auf der anderen Seite vom Bus sind auch noch welche. Die haben alle Die haben kein alle kein Ticket. Ticket. Hi Leute, willkommen. Bei dir TS-Board. Willkommen zu Nein. Daisy. Oh, der Big hat Oh, einen der Big Cut. hat einen Cut. Wir haben einen Wir haben Verletzten. einen Verletzten. Wir sind hier bei einem Daisy-Event. Warum er rauslaufen musste. Weil er in dem Bus geblieben ist, wie es gesagt wurde. Maul. Mittendrin statt nur dabei. Ja, wir sind ja bei einem Event, das Laura, soll wohl. Da, wir sind alle im Ingame, also wir hören uns nicht über den TS. Außer der Rob, wartet mal kurz. Hallo, hallo. Hey Rob, willst du? Ich nehme auf, ja? Ja, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Okay, dann kannst du jetzt wieder rausgehen hier. Okay. Okay, das ist ein Capture the Flag Event oder irgend sowas. Mal schauen, was dabei rauskommt. Spiel denselben Song nochmal! Spiel denselben Song nochmal! So, warten wir mal, was der Projektleiter Dalli? Jetzt zu sagen hat, ne? Ja. Wo ist die Axt? Das schaut aus wie ein fucking Labyrinth, oder? Hm. Oh. Sehr aber nix. Kommt, wir müssen mal zum Projektleiter. Mir also hier sind wir, hier sind wir Labyrinth. Hier sind wir an unserem Event angelangt. Wir müssen jetzt zwei Teams bilden. In der Mitte der Plattform befindet sich ein Fahnenmast. Die jeweiligen Teamspieler starten auf verschiedenen beiden Seiten, kriegt auch Uniformen, damit man euch erkennt, relativ bunt. Jetzt müsst ihr euch halt noch ein bisschen im Klaren sein, wer zu welchem Team gehört. Also ihr müsstet jetzt quasi, wie viel Spieler haben wir? Eins, zwei, drei. Nein, ihr nicht. Ihr seid alles Loser. Bitte nicht. Nicht. Ich möchte mit Abstand. Alter, ihr müsst mal kurz stehen bleiben, dass ich die Spieler zählen kann. Wenn ihr einfach rumrennt, dann kann ich nicht zählen. Drei, vier. Ach, naja, 4-4 haben wir. Also müssen wir mal Vierer-Team bilden. Wir gegen 4. Geh weg. Okay, dann geht es ein Team bitte hier rein. Los, komm, Dick. Ab zu Knalli und Laura. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, wir machen Zweier-Team. Also, das eine Vierer-Team bitte hier rein. Das andere Vierer-Team läuft auf die andere Seite des Labyrinths. Knalli! Knalli! Ich bleibe! Wo sind denn jetzt 4-4? Kenne mich nicht mehr aus. Was sind denn die? Besser! Und war die auf die andere Seite, oder? Yeah! Anziehen, ihr müsst nochmal einen Scheiß. Let's mehr go, let's go. Als in den anderen, das ist nur ein. Ja, Leute. Wir haben uns von Rob und Laura getrennt. Jetzt bin ich mit Knalli und zwei Fremden in der Truppe. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Wir sind übrigens auf dem Hoshi-Server. So, was sollten wir jetzt machen? So, also, hier stehen Fässer mit Kisten. Da sind Sachen drin. Tut euer Zeug rein und zieht das an, was dort drinnen ist. Die Waffe, die drinnen ist und die Munition ist nicht tödlich. Ihr werdet im Spiel nur ausgenockt und stirbt nicht. Falls doch mal einer stirbt an Verblutungen oder ähnliches, dann müsst ihr einfach mal unten reinschreiben, dann heile ich euch. Zum Beispiel einfach nur ich blute und dann weiß ich Bescheid. Okay, nice. Wenn ich jetzt hinten mein Zeug hier rein tue, kann das nicht geklaut werden.
Nee, das lernt die Leute hier im Team, die lassen jetzt da den Deckel dazu machen und dann, ich schaue schon drauf, ob hier einer rum. Ah, okay, super. Was dauert mal kurz im Moment? Oh, das ist der Knalli, der muss halt endlos diskutieren immer. Der ist halt so. Oh, Alter. Total früh. Alter Verwalter, das war hardcore jetzt hier. Na, Hauptsache hat geklappt. So, hört mich jeder? Dann hört er mich da hinten? Ja. Jo. Okay. Also in der Mitte der Map befindet sich eine Fahne und das Team, was die Fahne dreimal hintereinander nach oben gebracht hat, hat das Event gewonnen. Wenn die Fahne einmal oben war, geht's wieder für die Leute zurück zur Ausgangsposition. Okay. Dann. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hoppala. Das Labyrinth in die Mitte der Fahne. Oh Gott, ein Labyrinth ist genau meins. Schön, dass ich sehe. Ich sehe Rob und Laura. Fahne ist schon oben. Okay, die erste Fahne ist oben. Die Fahne jetzt wieder runter. Ihr entfernt euch ein paar Meter und dann geht's weiter. Okay. Geht er zurück auf Start? Wisst ihr den Weg noch? Habt ihr super gemacht, Leute. Boah, jo. Oh fuck, die freezen. Bei mir hängt alles. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Geht alle. Das Game ist offline, wie es scheint. Ne. Spiel hängt, oder? Bin verwirrt. Hat bei euch das Game auch gehangen? Gerade. Ja, ziemlicher Lag. Tut mir voll leid, dass ich zum Schluss die Dame noch über den Haufen geballert habe. Alles gut, ich gönn denen das. Die reden eh zu viel. Ey Knalli, bist du raus? Besser als gar nicht reden. Geht's schon weiter oder was?
Also angesagt. Von euch einer? Ja, einen, hat's rausgehauen hier. Knalli, kommst du zurück, geht das? Da verdienen den anderen. Der irrt hier rum. Passiert. Nalli antwortet mir nicht. Wer ist? Nalli, oh, ein Mini. Du bist noch viel zu klein. Ein Zwerg. Knalli. Hä? Was ist denn mit dir los? Bei mir war Spiel gecrasht. Ja, kommst du noch mal rein? Ja, Logo. Okay, der kommt. Der kommt gleich, das Spiel ist gecrasht bei ihm. Alles klar. Okay. Das verloren hab, Alter. Ich hab gesagt, dass du gleich kommst, also spute dich. Wir haben eh die erste Runde gewonnen. Und Alter, der lädt noch. Und ein Teamplayer von uns, der hat die Laucha über den Haufen geschossen. Das sind Gummigeschosse, das finde ich ja geil. Ich weiß. Beeil dich. Ach, lädt. Wieder da? Ich wurde gar nie über den Haufen geschossen. Nein. Der lädt noch rein. Okay, gut, dann warten wir schnell. Okay, wenn die Fahne jetzt noch mal unten ist, dann machen wir Seitenwechsel. Und wer die Fahne dreimal hoch hat, hat gewonnen. Das ist gerecht ist. Ne? Also wenn jetzt Fahne, egal welche Seite noch mal runter hochgeholt ist, dann machen wir mal einen Seitenwechsel, dann geht die auf die andere Seite und das andere Team geht hier hin. Okay. Okay. Ah, da ist er, genau. Also. Tut mir leid, ich wollte meine Absicht. Kein Problem. Wenn die Fahne, egal welches Team die Fahne Mini, jetzt hochholt, Mini. Stopp, halt, stopp. Seitenwechsel. Bleib stehen. So. Warum bist du so klein? Da war ein ganz kleiner Mann. Ja. Das war eine Actionfigur oder sowas. Da sitzt er. So, seid ihr bereit? Ja. Dann auf die Plätze. Alter, guck mal, hier, guck mal. Oh. Los. Guck mal. Die ist weg. Alter, das Spiel geht los und der guckt sich die Actionfigur an. Bewusstlos. Vielleicht kann mein Team die Fahne noch hissen. Die war fast oben. Bin tot, oder? Nee, ich lebe noch. Okay. Komm. Die Fahne war wieder gerade hochgezogen. Aufstehen!
Nee, das war, nein, das war kacke. Der auf der einen Seite steht der Big, dann kommt gewonnen. Knalli gerannt hat gewonnen. Und ich war hier alleine. Gelbes Team wieder. Also yes, Leute, super, super. Bestes Team. Also, jetzt müsst ihr Seitenwechsel machen, gelb geht auf die... Aber ich hab gerade eben die Flagge gehisst. Du hast die Flagge... Ja, wir haben die Flagge gehisst. Oh, okay, ja. Dann steht's 1-1. Dann habe ich das... Geil, ja! Yeah, bestes Team! Bestes Team, ja! Bestes Team! Bestes Team! Also, Seitenwechsel. Ja, wir haben gewonnen. Gerade 1-1. 1-1. Ja, ich hab sogar auf ihn geschossen und er hat mich nicht gesehen. Gut gemacht. Team Lila vor. Noch ein Tor. Ich bin von Gelben umringt, das gefällt mir nicht. Das Game hängt schon wieder. Müssen wir Seitenwechsel machen? Bei uns hängt das Spiel. Ja, das geht gleich wieder. Ja, warte noch mal kurz. Glück ist das noch in der Beta. Los hier. Kann wegen den Fleck-Territorium sein. Weil die Fahne erkennt, dass hier eigentlich eine Base ist. Hier ein bisschen später. Ja, das kann kurz sein. Warten. Eigentlich habe ich ja die Fahne gehisst. Wenn oder? Kann, ja, auf der anderen Seite. Also ich war der Meinung, dass ich die fast oben hatte schon. Dann wurde ich down geschossen. Also Seitenwechsel. Ja, Seitenwechsel. Gut. Ah, jetzt. Aber eine coole Idee mit dem, den man vielleicht sogar streamen kann. Coole Idee auf jeden Fall mit dem Capture the Flag hier. Ich würde uns bewusst trennen, dass wir im Team spielen, weil Alter, da könnt ihr ja jetzt unseren Loot. Bin besorgt. Boah, Alter. Ich gehe hier gleich fest. Ich hab einen Cut. Sonst alles gut. Die können ja jetzt unseren Loot klauen da drüben, oder? Die Idee ist ein bisschen komisch. Ja, welche? Danke. So, alles klar, okay. Moment, ich muss mal alles nachladen. Ich hatte aber die scheiß Flagge auch fast ganz oben, dann wurde ich niedergeschossen. Ich hatte die einmal ganz oben, aber passt. Aber halt eine Runde mehr. Ja. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich wieder aufstehe, kann ich dann wieder draufballern? Ja sicher, solange wie du lebst. Ja. Alles klar. Bei uns blutet niemand, oder? Nö. Nö.
Ja, oh, mein Mikrofon war aus. Okay, seid ihr bereit? Dazu aus. Dann auf die Plätze, fertig, los. Oh fuck. Sackgasse. Alter. Bitte. Da gibt es doch gehilft, oder? Danke, Boot hat gewonnen. Habt ihr doch gehilft, oder? Danke, war genau. Ja, passt schon. Ich hab's nur wieder runter. Seid ihr fertig mit abknallen? Ja! Dann wieder zurück auf die Ausgangsposition. Wenn rot, wenn vorbei, wenn gelb die Fahrt, geht immer noch ohne. Alter, wer hat mich jetzt abgeknallt? Weiß nicht. Gegnerteam. Oh Gott, Leute, die Folge, die wird ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist die letzte Runde jetzt. Entschuldigung, dass ich so wenig rede. Ich blute. Das musst du im Chat schreiben, Thomas. Habt ihr das wieder, bluten? Ja, passt, danke. Hoppala, da hat jemand Husten. So, jetzt schaue ich nochmal zum anderen Team. Was machen, ne? Weil. Aber so richtig durchsichtig ist das nicht mit dem Fahnehissen. Nee. Die reklamieren das immer für sich irgendwie. Ja, ich hatte am Anfang, als ich da stand, dreimal hochgezogen, dann hat mich jemand erwischt und wie das danach abgeht. Ah, das hab ich euch schon mitgekriegt. Ja. Irgendwie sprechen die immer für sich. Das ist verbesserungswürdig auf jeden Fall.
Vor allem weißt du auch inmitten des Gefechts auf einmal keiner, ob die wirklich ganz oben war oder doch nicht ganz. Ja, der einer steht ja immer tot, aber vorhin war ich mir schon sicher, dass ich die oben hatte. Da haben sie auch reklamiert. Okay, ja. Seid ihr bereit? Auf die Plätze! Fertig! Brennt! Jungs, knapp bei. Oh, oh, Rot ist an der Fahne. Rot zieht hoch. Und Rot hat die Fahne oben. Yeah. Naja gut, das haben wir verloren, aber was soll's? Es ist ein Spiel im Spiel. War jetzt nicht so aufregend, aber alles gut. Hey, wir haben gewonnen! Du liegst da. Geil! Oh. Ja. Wir haben gewonnen! Also Rot hat gewonnen. Ja! Boah, jetzt gehen wir mal. Sind alle hier? Yes. Ja. Guck schon in die Luft. Nur hier, ne? Yes. Der Knalli, deine Waffe liegt noch hier. Halt. Die roten, die gelben bleiben mal hier stehen. Die roten. Aber die gelben werden jetzt nicht exekutiert, oder? Nein. Okay. Ich hab Squid, Squid Game geguckt. Oder was? Nein, ich hab Squid Game gesehen. Ah, also werden die anderen gleich erstmal nicht besser. Ich kann jeweils ein Fahrzeug haben. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich möchte aber auch ein blaues, dann muss er das sagen. Ich möchte ein blaues haben. Ich will ein grünes. Jeder kriegt eins. Yeah, wir kriegen Feuerwerk. So sehen von hier aus. Scheiß drauf, Leute. Die Verlierer kommen auch mal mit mir mit. Jetzt kriegen wir alle einen Headshot. Ja, ne? Das ist ein ja. Geil. Für die Verlierer ist jeden eine Kiste. Den Inhalt könnt ihr behalten und die Kiste könnt ihr auch mitnehmen. Wenn jemand das. Alright, das hat ganz so verloren. Danke. Ich hab rausgekriegt, bei mir hat er rausgezogen, bevor es zuschlagen könnte. Warte, komm her, ich hab zweimal gesaugt. Hast du? Ja, danke. Ich denke da vorne, ne? Gerade. Alter, haben wir jetzt von Zombies kalt gemacht hier? Ich hab's schon wieder erwischt.
fahren oder müssen wir von hier aus laufen? Ich glaube, zum Trader. Ich glaube, wir sind die Loser. Auf zu unserer Karre. Nach vorne über den Damm. Kann euch auch zurück nach Essica porten. Oder wäre auch cool. Ja, das wäre super. Jeder, der nach Essica will, schreibt mal eine 1 unten rein. So, da wären wir noch zurückgeportet, Leute, und dann beende ich die Folge. Das war das Event. War eine coole Idee auf jeden Fall, aber bisschen Ausbauweg noch. Wie gesagt, die Flaggen wurden von uns auch hochgezogen oder die Flagge und wurde dann, ja, es ist ja ein bisschen komisch. Sollten zwei separate Flaggen sein, finde ich. Jedes Team eine. Danke. Hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, aber darf ich was vorschlagen? Beim nächsten Mal vielleicht für jedes Team eine Flagge aufstellen, weil es war irgendwie komisch mit der Wertung da. Das wollten wir ja zuerst. Das Problem ist immer das, dass wir haben ein Problem. Also dann. Ja, ist kein Problem. Es ist ein Spiel. Aber wir lassen uns beim nächsten Mal was einfallen. Also der Plan war ja, jeder eine Fahne hat, die runter zu kurbeln ist und die Fahne mitbringen muss. Aber es ging jetzt auf der Schnelle nicht. Ich musste heute noch arbeiten und da musste ich das hier ganz schnell hier bringen. Aber wir werden uns mehr einfallen lassen. Also es gibt ja dasselbe, was ihr jetzt gerade durchlaufen habt, als richtiges Labyrinth, wo es nur einen einzigen Weg auf die andere Seite gibt. Das war auch ganz lustig. Da haben wir öfters auch gespielt, auch mit Waffen. Und derjenige oder die ersten drei, die es geschafft haben, zuerst aus diesem Labyrinth zu kommen, haben dann auch Preise bekommen. Okay, naja, die Idee war auf jeden Fall nice, aber gibt halt immer was zu verbessern. Ist ja am Anfang. Ja, wir lassen uns ganz viel einfallen. Vielleicht wäre auch mal so ein Auto knacken, dass in der Mitte ein Auto steht. Knackzeit ist auf 5 Minuten gestellt und die Tiere dich schützen. Aber wir lassen uns noch einiges einfallen. Ist ja noch alles frisch hier. Ne? Jo. Okay. Okay, dann. Viel Spaß. Super. Ich finde das mal auf dem Klo. Okay, bis dahin. Jo. Ich muss da auch hin. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. War jetzt nicht so super aufregend. Natürlich waren wir dem Team, was gegen Rob verloren hat, gegen Robs Team. Das würde uns jetzt unter die Nase reiben. Aber ich habe da ein Gegengift für. Danke euch fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.